Tag. Vielen Dank für die Einladung. Und ich möchte ganz kurz das Projekt inhaltlich skizzieren, bevor ich Sie dann online, und ich hoffe, das funktioniert hier auch so wunderbar wie vorhin in der Probe, dann durch unser Portal zu führen und Ihnen die verschiedenen Angebote auch zu zeigen. Vor gut einem Monat, am 6. Oktober, ist das Online-Portal www.gedächtnis der Nation ins Netz gegangen. Und hinter diesem Portal steht der gleichnamige gemeinnützige Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Erinnerungen von Zeitzeugen an die wechselvolle deutsche Geschichte in Form von Videointerviews aufzuzeichnen und für nachfolgende Generationen zu bewahren. Diese Erinnerungen werden für das Internet redaktionell aufbereitet, systematisch geordnet und diese sind dann auch kostenlos und für jedermann abrufbar. Angesprochen ist im Prinzip die Bevölkerung insgesamt. Das Portal konzentriert sich zunächst auf das 20. Jahrhundert, bleibt aber offen für den Lauf der Geschichte und ein mit digitaler Aufnahmetechnik ausgestatteter Interviewbus fährt periodisch durch Deutschland, um Zeitzeugen zu ausgewählten Themen zu interviewen. Momentan ist das die deutsch-deutsche Geschichte in all ihren Facetten, Wirtschaft, Politik, Alter, Kultur, soziale Bewegungen. Aber dazu komme ich später. Das wird dann auch Teil des Zeitzeugenportals sein, dass Sie sich dann auch näher anschauen können. Diese Interviews, die wir führen, die werden demnächst dann auch auf unserer Seite zu sehen sein. Das, was momentan auf unserer Seite zu sehen ist, sind 1600 Zeitzeugenclips, die wir aus 6000 Interviews des ZDFs generiert haben und die sind in das Online-Portal eingebettet. Aber ich möchte Ihnen erstmal unsere Startseite vorstellen. Hier sehen Sie verschiedene Karteireiter, verschiedene Angebote. Ich möchte mich konzentrieren auf Mitmachen und Bilden zunächst, bevor ich dann zum Zeitzeugenportal selbst komme. Mitmachen kann man über zwei Wege, einerseits über den Bus, den ich gerade erwähnt habe. Der fährt momentan, wie gesagt, durch Deutschland und Sie sehen hier schon, wir sind jetzt schon ein ganzes Stück vorangekommen und bewegen uns, sind von Berlin aus losgefahren und werden Ende bzw. Anfang Dezember dann wieder in Mainz zurückkommen. Man kann sich dort anmelden, wir sind ein Team aus 4 Redakteuren, 2 sind immer auf Tour. 2 sind in der Redaktion. Wir führen natürlich Vorgespräche mit den Zeitzeugen. Wir ermitteln sie teilweise über Stadtarchive, Museen. Also wir arbeiten mit kulturellen Institutionen zusammen, um Zeitzeugen zu finden für unser Thema. Aber die Zeitzeugen melden sich mittlerweile auch schon reichlich bei uns. Also insofern können wir darauf dann zugreifen. Beziehungsweise vor Ort melden sich natürlich auch viele Menschen, die dann auch, mit denen wir auch Vorgespräche führen, die wir dann auch entsprechend interviewen. Es gibt eine zweite Möglichkeit neben dem Jahrhundertbus und das ist unser YouTube-Channel, wenn ich darauf einmal kurz klicken darf. Mehr Informationen, so kommen Sie dann dorthin. Ihr kennt jemanden? Und da sehen Sie, dass man dann, wenn man selbst aktiv werden will, also selbst Interviews hochladen möchte, sich über diesen YouTube-Kanal quasi als Interviewer einer zeitgeschichtlich interessanten Person dann auch hier selbst betätigen kann. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf unsere eigentliche Seite, wenn das hier funktioniert, Moment, genau, und zwar auf den Punkt Bilden. Da haben wir 2 Bereiche, Schulen und Wissenschaft, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Im Bereich Schulen arbeiten wir mit dem Verband der Geschichtslehrer Deutschlands zusammen, die jetzt schon 4 Unterrichtspakete geschnürt haben zu dem Thema der Angriff auf die Sowjetunion, die Währungsreform, die Ära Honecker und die Opposition in der DDR. Das ist jetzt eine ganz kleine Auswahl. Sie sehen, wenn ich jetzt hier runterscrolle, hier ist Stalingrad, da ist die Währungsreform. Das sind Einleitungstexte, die entsprechend dann zu den Unterrichtsangeboten führen. Und wie Sie sehen werden, ich gehe jetzt mal hier auf die Währungsreform, haben wir verschiedene Zeitzeugen, sind sozusagen der Ausgangspunkt, um sich mit dem Thema Oral History auch methodisch zu beschäftigen im Unterricht, aber auch um das in das Unterrichtsthema beispielsweise Währungsform einzuführen. Dazu liefern die Lehrer, also die Schulen, dann auch entsprechende Arbeitsaufträge, didaktische Bemerkungen, den historischen Kontext und die Literatur. Also das heißt, diese Zeitzeugeninterviews, diese speziellen, sind jetzt auch historisch kontextualisiert, also sie stehen sozusagen nicht im freien Raum. Ein anderer Bereich ist die Wissenschaft.
die wir natürlich auch dafür gewinnen wollen, an unserem Projekt teilzunehmen. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat. Einige der Autoren hier, wie zum Beispiel Harald Welser, sind auch Mitglied dieses Beirates, die sich natürlich auch theoretisch mit dem Thema Oral History sehr kritisch auseinandergesetzt haben. So möchten wir auch an die Sache herangehen. Und das bettet die ganze Sache wissenschaftlich ein. Wir würden auch gerne diesen Bereich Wissenschaft noch weiter ausbauen und hoffen da auch in Zukunft noch weitere Angebote machen zu können, also eine Plattform für die Wissenschaft zu bieten zum Thema Oral History. Das wäre unser großes Anliegen für die Zukunft. Dann möchte ich Sie jetzt aber, nachdem ich Sie jetzt kurz in diese, sagen wir mal, in diese pädagogischen und didaktischen Angebote unseres Online-Portals eingeführt habe, auf diesen auf das Zeitzeugenportal als solches hinführen. Und zwar speist sich dieses Zeitzeugenportal, beziehungsweise es gibt drei Zugänge zu diesem Zeitzeugenportal. Das ist einmal ein ereignisgeschichtlicher, den Sie hier sehen. Es ist ein thematischer und es ist einer über prominente Persönlichkeiten, über Jahrhundertzeugen. Ich habe jetzt einfach mal, um das Ganze anschaulich zu machen und damit Sie auch sehen, was dahinter sich verbirgt, auf dem ereignisgeschichtlichen Feld habe ich einmal ein exemplarisches Ereignis herausgesucht, wie das Ganze aufgebaut ist. Wenn Sie auf das Feld Ereignisse kommen, dann kommen Sie automatisch auf eine Zeitleiste. Also wir haben uns, wie gesagt, im 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart, also es reicht vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges bis zur Fußball-WM 2006. Das sind alles Ereignisse, die teilweise Wendepunkte dargestellt haben, die aber auch ganz allgemein wichtige Termine sind, sozusagen im Geschichtskalender, die andererseits aber auch natürlich immer wieder ergänzt werden sollen. Also Sie können sich vorstellen, dass es natürlich schwierig war, überhaupt solche Ereignisse herauszusuchen, aber ich denke, Sie sind dadurch, dass es eine erste Auswahl ist, sozusagen ein erster Versuch, aber wir sind auch dabei, neue Ereignisse zu generieren, zu denen dann natürlich auch die Zeitzeugen entsprechende Erinnerungen, persönliche Erinnerungen, und darauf lege ich großen Wert. Es geht nicht darum, dass wir die Zeitzeugen interviewen, um nochmal das zu erfahren, was sie in Geschichtsbüchern auch überlesen können, sondern es geht um ihre persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse an diese historischen Ereignisse. Im Prinzip sind die historischen Ereignisse erstmal ein Aufhänger. Ich habe ein Ereignis oder ein Thema herausgewählt, das ist die Weiße Rose. Und schauen Sie einfach mal, wie es jetzt eingeleitet ist. Es gibt einen 3- bis 4-minütigen Kurzfilm und dem zugeordneten Zeitzeugeninterviews, die dann die ganze Sache nochmal ergänzen und nochmal vom Teil des individuellen Erlebens noch beleuchten. München im Kriegswinter 1942-43. Während die meisten Deutschen zu den Verbrechen der NS-Diktatur schweigen, regt sich an der Ludwig-Maximilian-Universität Widerstand. Die Weiße Rose war eine Gruppe von jungen Studenten mit den gleichen Interessen, hauptsächlich kulturell, Musik, Kunst, Literatur, Philosophie, aber gleichzeitig derselben politischen Ansicht waren. Aus der Gruppe um Sophie und Hans Scholl waren einige einst aus Überzeugung in der Hitlerjugend mitmarschiert und in den Krieg. Bis manche von ihnen Zeugen von NS-Verbrechen wurden. In Polen erlebte Medizinstudent Georg Wittenstein das Grauen des Vernichtungskrieges. Erst als wir dann erfuhren, was wirklich geschah, was mit den Juden passierte, was mit den Polen passierte, wie die Kriegsgefangenen behandelt wurden, wurde es immer klarer, dass diese Regierung beseitigt werden müsse. Die Weiße Rose protestiert gegen die Verbrechen wider die Menschlichkeit und gegen die Opferung der eigenen Soldaten. Wie bei Stalingrad. Man trifft sich in der Wohnung der Geschwister Scholl, Franz-Josef-Straße 13 in München. Von hier aus hält die Gruppe Kontakt zu Gleichgesinnten in ganz Deutschland, zu Lehrern, Buchhändlern und Ärzten. Hier entstehen tausende Flugblätter gegen das NS-Regime, die auch den Judenmord öffentlich anprangern. Verteilt werden sie in Süddeutschland und Österreich. Diese Flugblätter sind ja eigentlich die schönsten Dokumente des Widerstands, die wir haben, weil sie auch sehr, sehr konkret sind und ungeheuer mutig.
Sie fordern die Jugend auf, mit Hitler abzurechnen. Menschen, die eben das Gewissen und das Wissen um das, was im Namen der Deutschen und von Deutschen geschieht, nicht mehr länger einfach mitgemacht oder mit Schweigen mitgemacht haben. Ihre sechste Flugblattaktion wird der Gruppe zum Verhängnis. Der Morgen des 18. Februar 1943. Die Geschwister Scholl verteilen an der Münchner Universität Blätter gegen die Kriegspolitik des Hitlerreiches. Sie fordern auf zum Kampf gegen die NS-Partei und gegen die Verknechtung Europas durch den Nationalsozialismus. Als sie die letzten Flugblätter auswerfen, werden sie von einem Hausmeister gestellt und der Gestapo übergeben. Das Regime macht kurzen Prozess. Im Eilverfahren werden 6 Mitglieder der Weißen Rose zum Tode durch das Fallbeil verurteilt. Andere bleiben in Haft. Der junge Aufstand des Gewissens scheitert. Doch er bleibt herausragendes und seltenes Beispiel für den zivilen Widerstand in der NS-Diktatur. Ja, wie gesagt, das ist der einleitende Film. Es gibt dazu eine Reihe von Zeitzeugenaussagen, teilweise Zeitzeugen, die wir in dem Film schon gesehen haben, aber auch schon darüber hinaus. Da möchte ich gerne Ihnen ein Beispiel noch vorspielen, und zwar ist das Gertraud Prettl, die damals in der Münchner Universität gewesen ist, als diese letzte Flugblattaktion gestartet ist und was sie in diesem Moment bewegt bzw. auch gesehen hat. Ich bin von einer Vorlesung, ich weiß nicht mehr, was ich gerade irgendeine germanistische Vorlesung, komme ich raus und will hinten am Abgang von der Amalienstraße, also da, wo man zur Amalienstraße kommt, gehe runter, da flattert neben mir was runter. Denke mir, hoppla, ist ein Blatt zum Lesen. Heb's auf und lese. Hitler, Verbrechen, Krieg, von, also bloß so einzelne Stichwörter. Ich dachte, hoppla, das, was ist das? Schnell zusammengefaltet in die Tasche und abmarschiert, weil mir völlig klar war, wenn man mich mit sowas erwischt, das Mindeste ist, dass man es abnehmen, das Blatt. Ja, dann habe ich gehört, wie oben gelaufen worden ist, da im, also über dem Lichthof da in der Galerie, und da hat man Stimmen gehört und da war was los, das hat man gemerkt. Und dann also bin ich abgeschoben und bin mit der Straßenbahn zum Sendlinger Torplatz gefahren und bin dann im alten Südfriedhof, habe ich das Blatt raus und habe es gelesen. Und da war ich also, ich glaube, ich habe geheult vor Begeisterung, dass plötzlich das möglich ist, dass man sowas schriftlich, was man also immer geheim gesagt hat, dass ja nicht irgendwie ein unrechtes Ohr hört, dass das schriftlich vor sich zu haben, das war also, das war umwerfend für mich. Ein Riesenerlebnis. Ja, das war jetzt der ereignisgeschichtliche Zugang, wie wir mit den Zeitzeugen sozusagen sie dort integrieren. Es gibt aber auch einen thematischen Zugang, auf den ich Sie jetzt nochmal hinweisen möchte. Einerseits das eine Schwerpunktthema, das wir momentan auf der Busto haben, die deutsch-deutsche Geschichte. Und darüber hinaus aber auch noch der Holocaust, der ein ewig währendes Thema sozusagen für die Geschichtswissenschaft und Öffentlichkeit ist, aber auch ein Thema, das in die Gegenwart hineinreicht, Europa und die Welt, Europa und die Globalisierung. Dazu suchen wir natürlich auch Zeitzeugen, die uns etwas dazu erzählen können. Hinter diesen Themen verbergen sich dann weitere Zeitzeugen, Interviews. Und natürlich ist das hier nicht auf diese drei Themen, diese Riesenthemen auch beschränkt, sondern wir sind darum bemüht, auch weitere Themen mit aufzunehmen. Also das nächste Thema, das wir uns gerne widmen möchten, ist das Thema Migration, auch weil das Gedächtnis der Nation eigentlich immer suggeriert, wir würden hier nur Nationalgeschichte betreiben, aber das ist eigentlich nicht unser Anliegen, sondern es ist durchaus auch in unserem Interesse, auch das Thema Migration in all seinen Facetten über Zeitzeugeninterviews erlebbar zu machen und nachvollziehbar machen und diesem Archiv sozusagen zuzuführen. Es gibt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, drei Zugänge. Der letzte Zugang ist über prominente Persönlichkeiten. Hier werden sie nach und nach eingeblendet. Es geht von ganz unterschiedlichen Personen, von der Schauspielerin Ida Ehre über den Soziologen Kurt Sontheimer bis zu Ferdinand Porsche. Also Menschen aus allen Gesellschaften bzw. auch Prominenzschichten, sage ich mal.
über die man dann in einsteigenden Interviews dann entsprechend auch zeitgeschichtlich Relevantes dann auch entsprechend erfährt. Ich will die Sache jetzt nicht weiter in die Länge ziehen. Ich denke, dass man über den YouTube-Kanal, von dem ich vorhin gesprochen habe, nicht nur sozusagen etwas präsentiert, etwas vorstellt und vorgibt, sondern man kann über diesen YouTube-Kanal, wie gesagt, selbst aktiv werden und Zeitzeugeninterviews in diesen YouTube-Kanal hineinstellen und dementsprechend dieses Archiv auch erweitern. Ja, das wäre es erstmal von meiner Seite und es gibt sicher eine Menge Fragen dazu, die ich auch gerne beantworten würde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke auch und denke, es wird einige Fragen, Kommentare. Ja. Ladies first. Nur eine kurze Frage. Die Rede ist von Zeitzeugen, Interviews, Oral History. Die drei Zugänge, eine Verständnisfrage. Bei Ereignisgeschichte und Schwerpunktthema sind es jeweils Clips. Ist das richtig? Also es ist nur bei den Ereignissen sind es Clips, hinter den Schwerpunktthemen verbergen sich keine Clips, sondern da sind es dann die reinen Zeitzeugeninterviews. Und zu aber unterteilt natürlich zu den verschiedenen Unterpunkten, wie bei der deutsch-deutschen Geschichte, zu Sport oder zu Alltag oder Wirtschaft. Also thematisch gesammelt, aber ganze Interviews, die wie lang sind? Also die Interviews, die werden, wie gesagt, redaktionell bearbeitet. Das heißt, es werden, wenn es dreiviertelstündige Interviews sind, dann werden sehr wahrscheinlich immer maximal 20 Minuten gezeigt. Das ist auch eine technische Frage, die da gelöst werden muss, beziehungsweise es ist so, dass es in sich geschlossene Geschichten auch sind, die dann aber auch kontextualisiert werden sollen. Also Sie haben quasi so eine Art Montage gemacht, also redaktionell bearbeitete, die Sie in Kapitel Die sind jetzt nach Dezennien sozusagen erstmal geordnet auf diesen, wenn es sozusagen historische Themen sind, die sich auch über einen längeren Zeitraum sozusagen erstrecken, wie auch das Thema Holocaust beschränkt sich jetzt nicht auf die Zeit zwischen 33 und 45, sondern da geht es dann auch um die Auschwitz-Prozesse in den 60er Jahren danach oder es geht auch schon um den Antisemitismus in der Zeit davor. Und die Jahrhundertzeugen sind dann quasi vollständige Interviews unmontiert, oder? Das sind, die kommen aus der Reihe Zeugen des Jahrhunderts. Die sind uns jetzt auch erstmal vom ZDF zur Verfügung gestellt worden, sind also schon ältere Interviews, aber wir sind natürlich auch bestrebt, Prominente selbst zu interviewen und das werden ungefähr einstündige Interviews, die wir auch versuchen, in dieser Länge ganz konkret zu führen, ohne jetzt sie nochmal zu kürzen. Die nächsten Fragen jetzt erstmal, wie Sie mir erschienen sind. Pavel Richter, Kai, dann Martin Körber und dann ging es hier weiter. Ist eine ganz kurze Frage. Unter welcher Lizenz stehen die Videos, die Sie produzieren? Und zwar ausdrücklich diejenigen, die Sie selber produzieren, nicht die historischen Filme, die Sie übernommen. Die sind ja wahrscheinlich urheberrechtlich geschützt, aber die eigen erstellten Videos. Ja, die eigen erstellten Videos, daran besitzt der Verein die Rechte. Und wir werden auch diese Videos insofern nur weitergeben oder weiterverwenden, wenn sie dem gemeinnützigen Zweck des Vereins auch dienen. Also wenn das Ihre Frage beantwortet. Das tut es und ich bedauere das. Also ich finde, das ist sozusagen der erste Schritt. Also weil wir den gemeinnützigen Zwecken des Vereins sozusagen Rechnung tragen müssen, ist das sozusagen die erste Begrenzung. Was aber nicht heißt, dass man über andere Formen auch in Zukunft nachdenken kann. Also wir sind da jetzt nicht beschränkt. Das bringt mich aber doch zu meiner Frage, nämlich das ökonomische Modell. Sie haben gar nicht gesagt, wie das alles finanziert wird. Das wirkt für mich jetzt wie ein Digitalkanal des ZDF. Das mag aber an der Auswahl der, eine Auswahl der Beispiele liegen. Aber wie machen Sie das und wie schaffen Sie, dass das nachhaltig wird? Nachhaltig. Das ist ja auch eine große Verantwortung, die Sie da jetzt übernehmen. Ja. Selbstverständlich. Also wir werden unterstützt, nicht nur vom ZDF, sondern auch ein weiterer Medienpartner. Und wie gesagt, das ist eine Medienpartnerschaft, ist der Stern. Es gibt aber noch andere Förderer, wenn ich hier nach unten scrolle, ich will sie gar nicht verhehlen, die uns in diesem Projekt unterstützt haben, sind große Namen, Bertelsmann, Daimler, Krone und Jahr. Google hat auch die technische Plattform auch gestellt, aber auch die Robert-Bosch-Stiftung sind mit Fördergeldern an diesem Projekt beteiligt. Aber vielleicht nicht in entsprechender Höhe, aber sozusagen ist das auf Zukunft natürlich auch nur machbar, wenn diese Förderer weiter sich dort engagieren, beziehungsweise auch wenn von der Bevölkerung mit Spenden die Sache unterstützt wird. Jetzt war nach meiner Reihenfolge Martin Körber dran und dann
eigentlich hier weiter ist. Entschuldigen Sie, ich will Sie nicht übergehen. Ich gebe es dann gleich weiter, wohin Sie mich dirigieren. Ja. Ich habe eine Frage aus der Sicht jemandes, der Filmarchivmaterial zur Verfügung stellt. Die Verbindung zum ZDF ist ja sehr sichtbar, wenn man weiß, wie das ZDF arbeitet, dann sieht man schon an den Thumbnails, aha, ZDF. Auch wenn Sie es jetzt hier nirgendwo schreiben, aber die Frage hat sich schon geklärt. Die Reihe Zeugen des Jahrhunderts schätzen wir natürlich alle, weil man da eben ein Interview mit Rudolf Arnheim sehen kann, das man jetzt nicht mehr führen kann. Das ist wunderbar. Andererseits würde ich mit dem Begriff Oral History natürlich da sehr vorsichtig sein. Das handelt sich da keinesfalls um Oral History. Das ist eine historiografische Methode, die das ZDF, glaube ich, nicht beherrscht. Nein, aber das ist und hier genau... das sieht man ja sehr deutlich an den historischen Sendungen, die das ZDF jetzt produziert, Guido Knopp und so weiter. Dieser kleine Ausschnitt, den Sie uns gezeigt haben zum 20. Scholl-Geschichte, schien mir dann auch sehr stark vom ZDF inspiriert oder gar übernommen. Wie ist das? Ja, das ist durchaus auch eine Produktion sozusagen, die vom ZDF und von anderen. Aber ja, ich will nur. Aber da müssen wir, da will ich Sie nur bitten, dass Sie das so deutlich wie irgend möglich machen, dass das etwas ganz anderes ist als Zeitzeugen und als Oral History und auch als etwa Filmdokumente. Ja. Das handelt sich da nicht um Filmdokumente, sondern es handelt sich da um eine Doku-Fiction, würde ich sagen, unter Verwendung von dokumentarischem Archivmaterial, das aber eingesetzt wird in einer Weise, wie es gar nicht existiert. Also wenn ich die Fontäne da rauschen höre 1942, dann sträuben sich mir natürlich alle Zahnwurzeln, weil ich weiß, dass das vollkommen unmöglich ist, dass es das jemals gegeben hat. Und das darf man natürlich machen, das ist ein ästhetische Kunstgriffe oder auch Danebengriffe, das ist dann die Beurteilung jedes Zuschauers oder dem historiografisch interessierten Menschen überlassen, das will ich jetzt gar nicht kommentieren. Ich finde nur, man muss es auseinanderhalten. Ja, nein, da haben Sie auch vollkommen recht und es ist auch, wie gesagt, das ist erstmal... Es ist auch gut, dass Sie darauf hinweisen, das soll auch gar nicht verborgen werden, das ist einfach so und das ist auch im Prinzip kein Geheimnis und die Zeitzeugeninterviews, die wir jetzt auch führen, sollen entsprechend dann auch, sind ja nicht für Dokumentationszwecke gedacht, sondern sind wirklich auch zu Zwecken, um sich für die Oral History sozusagen auch auszuwerten. Deswegen bin ich auch mit den Themen Bilden und Wissenschaft gleich eingestiegen, um zu sagen, dass sich der Verein dann einem ganz anderen Ziel sozusagen versprochen hat. Ich merke, dass es unglaublich viele Wortmeldungen gibt und ich würde jetzt mal ein etwas anderes Prinzip anwenden. Ich würde jetzt darum bitten, gibt es Fragen, die in diese Richtung gehen, also das Verhältnis von Inszenierung und Dokumentation, was eben von Martin Körber angesprochen hat, dann würde ich die nämlich lieber zusammenfassen, als jetzt immer wieder von Thema zu springen. Gibt es da Fragen? Ja. Ja, also es geht zumindest in die Richtung, hoffe ich, meine Frage. Sie sagten, Sie lassen sich das Recht auch einräumen, von den Interviewten die Interviews bearbeiten zu dürfen, redaktionell. Also ich nehme an, Sie lassen sich auch andere Rechte einräumen, also es halt öffentlich zugänglich zu machen und weitergeben zu dürfen. Meine Frage geht dahin, sind die Konditionen transparent für diese Zeitzeugen, die sich Ihnen zur Verfügung stellen? Kann ich auf Ihrer Seite lesen, worauf ich mich einlasse im Vorfeld? Auf der Seite können Sie sie nicht lesen, aber wenn Sie zu unserem Interviewstand kommen, dann kriegen Sie natürlich die entsprechende Erklärung, die dann unterschrieben werden muss. Die ist einseitig, relativ überschaubar und da sieht dann derjenige schon, auf was er sich da einlässt oder nicht einlassen möchte. Aber es ist für Laien natürlich recht schwer, nicht? Also das so in 3 Minuten zu überschauen. Also da würde man sich vielleicht schon gerne mal im Vorfeld darüber klar werden. Nee, nehme ich als Anregung auch gerne auf. Weitere Fragen zu diesem Themenkomplex, sonst eröffne ich gerne auch zu anderen Themen, aber ich wollte das jetzt erstmal Jens Best noch zu dem Thema, zu etwas Neuem, denn dann bist du jetzt nicht dran, sondern dann geht jetzt hier zu dem... Mein Name ist Ralf Bühler, ja. Eine Frage, es gab doch mal oder gibt vielleicht noch dieses Projekt von Steven Spielberg, wo Überlebende des Holocaust befragt worden sind. Gibt es da zu Ihrem Projekt Querverbindung oder haben Sie sich das angeschaut? Oder? Wir haben uns das auch angeschaut und wir sind auch sehr bestrebt, das sozusagen in einer ähnlichen Form sozusagen auch
quasi auch umzusetzen, beziehungsweise auch mit der Shoah Foundation auch Kontakt aufzunehmen. Allerdings ist das noch nicht geschehen, aber was nicht heißen soll, dass es in Zukunft nicht geschehen wird. Aber es ist auf jeden Fall, möchten wir uns, und das möchte ich auch, das habe ich vielleicht jetzt am Schluss vergessen zu sagen, also alles ist hier noch im Werden und Beginnen und es werden Fehler gemacht und wir sind aber sehr darum bemüht oder sind daran interessiert, vor allem mit Institutionen, Initiativen in diesem Bereich auch zusammenzuarbeiten. Also wir sehen uns jetzt nicht als diejenigen, die jetzt das Zeitzeugengeschäft hier neu erfinden wollen, sondern ganz im Gegenteil. Also wir sehen uns eher als Teil einer größeren Gemeinschaft, mit der wir auch gerne zusammenarbeiten möchten. Ja, jetzt in der Reihenfolge, ich muss es jetzt zeitlich, Jens Best, Giorgia Torno. Ja, erstmal grundlegend erstmal Glückwunsch. Ich freue mich über alles, was in diese Richtung entsteht. Würde mir allerdings wünschen, dass, wenn konkrete Forderungen kommen, die im Jahr 2011 doch eigentlich auch nicht mehr total innovativ sind, dass man nicht sagt, dass man sich darum bemüht, sondern dass sie am Anfang stehen. Ich finde auch nicht, die Shoah Foundation sollte erwähnt werden, sondern es gibt ja die Story Corps, das ist ein NGO seit 2003 in den USA, ein richtiges NGO, also was sich Gelder spenden lässt und nicht von gewissen Stiftungen finanzieren lässt. Die National Library of Congress zum Beispiel hostet diese Server, das sind Audio-Files in diesem Fall. Mhm. Und habt ihr mit denen schon Kontakt, wäre meine erste Frage. Die haben ja wunderbare Ideen, die schicken Jugendliche raus, ausgebildete Jugendliche, die diese Interviews führen. Das ist also eine Art Zivildienst für die Geschichtsarbeit sozusagen. Und es gibt auch an einigen Bahnhöfen kleine Boxen schon, in denen Story Corps-Geschichten aufgezeichnet werden können. Also in den öffentlichen Raum, was in aller Traurigkeit in Deutschland vom öffentlichen Raum übrig geblieben ist, sowas reinzumachen. Das wäre die erste Frage. Dann nochmal eine zweite Frage in Richtung, wer bezahlt was da? Also die Offenlegung der Strukturen des Vereins würde mich interessieren, dass man sieht, welche Gelder da fließen und für wen die und für welche Art die ausgegeben werden. Gibt es da eine Transparenz? Und nochmal den Hinweis, dass natürlich im Jahr 2011 Creative Commons fehlende Lizenzen eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind, insbesondere wenn man sowas machen will. Also wird es da nicht nur Bemühungen geben, sondern gibt es da einen Zeitplan, ein Datum, wo man das machen kann? Und ansonsten freue ich mich abschließend, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich endlich von dem Begriff verabschiedet und wir hoffentlich hier eine der ersten Elemente erleben, wo das öffentlich-rechtliche Internet zusammen mit der Zivilgesellschaft eine wichtige Aufgabe erfüllen wird, dann aber hoffentlich unter weiterentwickelten, geöffneten Methoden. Ja, also zu Ihrer ersten Frage, wir sind noch nicht damit in Kontakt. Wir haben natürlich eine ganze Liste von möglichen Kooperationspartnern, die wir gerne ansprechen möchten, aber wir sehen schon, dass wir mit dieser vierköpfigen Redaktion und mir als Geschäftsführer der ganzen Sache noch nicht hinterherkommen. Das muss ich ganz offen zugeben und das bedauere ich momentan noch sehr, aber die Sache ist erst seit einem Jahr am Laufen. Insofern entschuldigen Sie, wenn noch nicht mehr sozusagen Ansprache an andere Seite gerichtet worden ist, weil wir einfach die Kapazitäten momentan für nicht haben. Die zweite Frage, die Offenlegung, die Transparenz der Struktur des Vereins. Also ich sagte Ihnen ja schon, dass Google die Plattform sozusagen gestiftet hat, also diesen YouTube-Kanal und auch sozusagen, dass wir diese Sachen auch entsprechend in dieser Größenordnung auch auf Server stellen können. Das ist sozusagen Googles Anteil. Daimler hat den Interviewbus, zumindest das Fahrzeug, gestellt. Die anderen, die unterstützen uns mit Geldern quasi für unsere redaktionelle Arbeit. Und ich glaube, das ist momentan auch von der Transparenz her noch sehr überschaubar, weil wir sind vier Redakteure und ein Redaktionsleiter oder Geschäftsführer, wie Sie es jetzt nennen mögen. Und dahin fließen momentan die Gelder, die vielleicht größer klingen, als die Namen es vielleicht vermuten lassen, was aber nicht ganz so ist, aber trotzdem ist da schon ganz ordentlich gefördert worden, aber natürlich wünschen wir, um das weiter aufbauen zu können, um solche Initiativen auch zu starten, einerseits Spenden von anderer Seite auch von öffentlicher Seite, es muss nicht bei den kommerziellen sozusagen Unterstützern bleiben. Und Ihre dritte Frage, die kann ich einfach noch nicht beantworten. Das ist, wird sich wirklich erst in der Zukunft weisen, wie wir mit dem Material umgehen. Da sind auch juristische Klärungen für uns. Wir sind da noch im Klärungsprozess. Insofern ist das auch eine ziemlich aufwendige Sache für uns, wie wir mit diesem Material dann weiter umgehen können und dürfen. Und deswegen ist es momentan für uns erstmal in dieser beschränkten, auf den vereinszielenden Bereich erstmal beschränkt. Also wenn Sie das selber aufnehmen und dann online stellen,
Ja, ja. Aber da können wir dann nochmal drüber sprechen. Ja. Noch mal. Erstens mal finde ich das ganz richtig, was eben gesagt wurde, dass es immer ganz gut ist, wenn wir diese Geschichtsbetrachtung jetzt auch mit so einem Medium nachvollziehen. Wobei ich mich jetzt nicht festlegen will auf die Frage, die ich für hochideologisch halte, ob es sowas wie ein öffentlich-rechtliches Internet überhaupt geben muss. Aber ich habe eine fachliche Frage, eher aus der journalistischen Ecke heraus. Gibt es eine Möglichkeit, die Interviews auch in voller Länge zu sehen? Ich verstehe völlig, dass Sie hier im Kontext von Ereignissen so etwas wie Bits and Pieces oder Teaser oder so etwas machen, verstehe ich. Ich weiß aber auch, dass natürlich, wenn ich solche Menschen vor mir habe und die mir was erzählen, es bei denen selber unter Umständen ganz andere Schwerpunktsetzungen gibt, als das, was Sie unter dem Gesichtspunkt der Gesamtseite zusammenstellen. Ich will das nicht in Abrede stellen, dass man das kann, aber man müsste dann auch unter anderem wegen dieser Rechtefrage sicherlich die Interviews irgendwo auch gesamt zeigen. Da möchte ich gleich einhaken und dazwischengrätschen, obwohl sich das für mich eigentlich nicht gehört, jetzt selbst eine Frage zu stellen. Aber da ich nun aus der Deutschen Kinemathek komme und damit aus einem Archiv, würde mich schon mal interessieren, wird das Rohmaterial, also die unredaktionell bearbeiteten Materialien, werden die gesammelt, werden die archiviert, werden die für die Ewigkeit bewahrt? Und kann man dann in 50 Jahren vielleicht mal nachvollziehen, was alles rausgeschnitten wurde? Ja, das wird... Naja gut, also ich meine nur, ist das also eine nachhaltige Möglichkeit, das auch noch so einen Abgleich zu machen? Ja, um gleich beide Fragen zu beantworten, es wird entsprechend sozusagen nachhaltig archiviert und es ist auch entsprechend, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, können die natürlich auch von der Forschung und Bildung sozusagen auch eingesehen werden. Also wir halten die quasi als Archiv die ganzen Interviews auch vor. Also es ist nicht so, dass wir jetzt nur diese Zeitzeugenclips zeigen, sondern... Und die andere Frage, die Sie eigentlich an mich gestellt haben, wenn ich das richtig verstanden habe, was jetzt sozusagen die Auswahl der Erlebnisse angeht. Also wir fragen schon relativ, deswegen haben wir jetzt auch dieses Thema deutsch-deutsche Geschichte gewählt. Da fragen wir relativ offen, gehen wir relativ offen an die Menschen heran und fragen sie nach den persönlichen Erlebnissen, die am meisten und am eindrücklichsten geprägt haben. Und dann ordnen wir es eventuell erst zu. Also es ist nicht so, haben Sie was zum Sport, was weiß ich, 1962 in der DDR zu sagen oder so, sondern wir versuchen die Leute erstmal von sich aus kommen zu lassen. Und das kann man dann, wie gesagt, wenn wir es archiviert haben, dann auch entsprechend dann auch einsehen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, was jetzt die rechtliche Natur ist. Und warum nicht das ganze Interviews verschicken? Ich meine, warum nicht an einer anderen Stelle das ganze Interview zugänglich machen? Verstehen Sie? Das können wir auf jeden Fall, also das ist wie gesagt nicht geplant gewesen bisher, aber das ist durchaus in Erwägung zu ziehen, das sozusagen zusätzlich anzubieten, ja. Frau de la Döre hat noch eine Frage. Ja, ich habe eher eine technische Frage und zwar wird das, diese Filmbeiträge, kann man die über YouTube abrufen und also sind die inhaltlich indexiert oder kann man sich diesem Ganzen nur über diese Zeitschiene nähern, die Sie vorhin gezeigt haben? Also man kann sie sich, also wenn man die YouTube-ID hat, kann man die natürlich auch über YouTube anschauen, aber man kann sie natürlich nicht runterladen oder so, das geht nicht. Und auch nicht embedden, also das wegen der rechten Frage einfach nicht möglich. Ich meinte eher, ob das zusätzliche Schlagworte irgendwie indexiert wird, die Inhalte, dass man die einzelnen Beiträge oder die Anteile der Beiträge, dass man die recherchierbar hält. Ja, sind über Metadaten sozusagen auch erfasst. Ja, das ist ein interessantes Erbe der Digitalisierung, dass Oral History und eben auch visuelle Oral History schon seit geraumer Zeit ins Netz gegangen ist und wenn Sie sich dafür interessieren, es gibt in dieser Stadt an der FU einen Schwerpunkt multimediale Archive. Hier haben Sie Zugang zu, hoffentlich werden es auch mehr, drei sehr großen Archiven, die narrative Interviews in großer Zahl und wissenschaftlich erschlossen versammeln. Ein Archiv gibt es auch online im Netz, natürlich mit Zugangs
Beschränkungen, also sie müssen sich anmelden und registrieren lassen, das Zwangsarbeitarchiv mit über 800 Interviews, also es gibt auch andere Archive mit Oral History, weil das jetzt so mit Google und Gedächtnis der Nation so alleine dasteht, wollte ich das noch sagen, dass es diese Initiativen auch im deutschen Raum schon seit längerem gibt. Danke. Weitere. Da, oh ja, das ist eine Wortmeldung, die es schon länger gibt und die dann immer wieder irgendwie untergegangen ist. Mich würde interessieren, Sie sprachen von 1600 Clips. Also erstens, was verstehen Sie unter einem Clip? Und dann das Zweite, 1600 Clips vermute ich mal zum Großteil vom ZDF. Wie ist das Verhältnis von ZDF-Archiv und den Beiträgen, die Sie einsammeln? Also das Verhältnis soll sich quasi die 1600 Clips, die aus verschiedenen Interviews sozusagen hergestellt worden sind, sind sozusagen der Grundstück der Seite erstmal, aber vom ZDF sozusagen zur Verfügung gestellt. Ja, aber das ist nicht das, womit wir weiter auch längerfristig sozusagen grundsätzlich arbeiten, sondern es geht um die eigenen vom Verein erzeugten bzw. gemachten Interviews. Die werden dann letztendlich den Hauptbestand der Seite in Zukunft ausmachen oder sollen das zumindest. Ja, Herr Bilawski, Sie hatten so in einem Nebensatz gesagt, ja, das, was wir machen oder bekommen haben, wird auch durch erschließende Metadaten oder mit erschließenden Metadaten versehen. Und Sie haben ja zum Ausdruck gebracht, dass Sie sich öffnen wollen und für Kooperationen bereit sind. Deshalb so ganz konkret, wie weit dann durch Beachtung auch von Standards bezüglich dieser erschließenden Metadaten daran gedacht ist, diese Daten dann auch den größeren Einrichtungen wie jetzt DDB, Europeaner und Ähnlichen zur Verfügung zu stellen, um durch deren Suchindizes auch letztendlich auch auf ihre Seite zu kommen. Ja, also finde ich auf jeden Fall einen guten Vorschlag. Also wie gesagt, wir sind da noch komplett am Anfang, aber so für solche Hinweise bin ich auch unheimlich dankbar, weil wir in dem kleinen Team oder ich jetzt vielleicht speziell nicht diese ganzen Anfragen oder Kooperationsmodelle schon im Kopf habe, aber ich finde, das wäre ein lohnenswerter Kooperationspartner in dieser Hinsicht auch auf jeden Fall. Ich frage deswegen, weil das ja auch eine Menge Aufwand erfordert, gerade wenn Sie jetzt auch die neuen Interviews machen, da muss man ja gleich dranbleiben, um entsprechende Indizierungen zu ermöglichen und Indexe aufzubauen und überlegen, welche Metadaten nehme ich denn überhaupt auf, gerade wenn es dann noch längere Sachen sind, dass ich dann auch reinspringen kann in bestimmte Abschnitte und ähnliche Dinge. Genau vor der Herausforderung stehen wir jetzt und die haben wir auch ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig gelöst. Okay. Ich denke, die Diskussion wird weitergehen, aber vielleicht nicht in dem frontalen Rahmen, sondern im dualen Rahmen. Ich danke allen für die Aufmerksamkeit.